Hallo Leute, da sind wir wieder. Ja, nach einer kurzen Pause nehme ich noch eine Folge auf und wir gehen zu Level 3. Level nicht beendet. Und ich weiß nicht, ob ich hier auch die Stecho holen soll, obwohl... Ach, ich hole sie, ich weiß, wo sie ist. Wieso sollte ich das dann nicht machen? Ne? Gute Frage, nicht wahr? Und ich werde euch hier noch eine Gemeinheit zeigen, die ich sehr nett finde. Ja. Level 3. Noch komplizierter, obwohl wir müssen wirklich gute Schützenkünste haben. Mail. Oh ja, danke schön. Sehr gut gemacht. Aber zuerst gehen wir zu Duffy. Okay, wird Zeit, etwas Neues zu lernen. Büsche sind nicht das Einzige, hinter dem man sich verstecken kann. Man kann auch Steine dazu verwenden. Sieh dir mal an, wie groß diese Steine sind. Hey, wenn ich du wäre, würde ich mich dahinter verstecken. Geh nah an eine Seite dieses Steins heran und drücke die Tarnungstaste, um dich zu tarnen. Ich sag dir was, du kannst es mit mir üben. Wollen wir es üben? Willst du mit mir üben? Komma, Fragezeichen sollte da stehen. Gut, ja, üben wir. Pass auf, ich beobachte die Steine, während du dich hinter diesem hier versteckst. Nachdem du die weiße Linie überschritten hast, werde ich genau darauf achten, ob du diesen Platz erreichen kannst, ohne dass ich dich bemerke. Jetzt kommt es nur auf dich an. Oh ja, machen wir. So, okay. Gut. Wir sind voll im Ninja-Modus. Ralf, der Ninja. Oh ja. Zwar keine Fail. Wow. Ninjas. Weil wir schaffen alles. Sorry, ich muss mich ein bisschen räuspern. Und geschafft! Yeah! Großartig! Du bist soweit, um es mit dem Chipdog aufzunehmen. Wenn du noch ein paar Tipps brauchst, komm einfach zu mir zurück. Oh ja, jetzt gehen wir die Pakete holen und ich zeige euch, was ich mit fies gemeint habe. Aber ich lasse mich nicht treffen, weil das wäre nicht schön. Ja, man kann hier stehen bleiben und man wird vom Felsen zerquetscht. Aber wir sind zu intelligent. Jo. Gut. Rakete und Dynamit. Und ich glaube, man kriegt hier kein neues Dynamit, wenn man es verschießt. Deswegen aktivieren wir die Rakete. Man kann Sam Sheepdog auch so nerven. Einfach hier hin. Hey Sam, schau mal, ich kann fliegen und du nicht. Was steht da? Lesen. Applaus, Applaus, du hast den Eingang eines geheimen Durchgangs gefunden. Aber um dieses Gitter zu öffnen, musst du zuerst deine Übung mit dem Gummi erfolgreich beenden. Und viel Glück beim Abstieg. Ja. Danke. Danke, wirklich, okay. Aber ich wollte mal wissen, was auf diesem Schild steht. Oh Gott sei Dank muss ich das nicht nochmal machen. Ja, das Spiel ist einfach nur so wundervoll konzipiert. So, bevor ich hier mit dem Schaf rumspiele, hole ich mir das Gummi. Denn man kann zuerst das Schaf holen, dann das Gummi, aber da muss man mit dem Schaf Tricks machen und bla 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 lesen. Hol das Gummi zurück, spring auf die Wippe und beginne mit deiner Übung. Ja, mein Schüler, beginne mit ihr. Ja, du bist ein nettes Schild. Du bist ein, ich weiß nicht, so ein Jedi-Schild. Das andere war so ein, ich weiß nicht. Darth Vader-Schild. Nicht, dass das Star Wars komme? Pff, keine Ahnung, ich mach das nicht mal. Gut. Vergessen wir es einfach. So. Oh. Uff, knapp. Puh, das ist jetzt aber knapp. So, und noch den Salat. Nee, ich sag nicht immer das Salat, ich sag der Salat.
Obwohl Französisch schon ist es ja. Lüssalat, Lassalat. Pff, was weiß ich, es ist nicht dasselbe wie im Deutschen. Und das verwirrt mich. Wow. Seht ihr, wie sehr mich von. Wie sehr mich. Oh Gott. Französisch verwirrt. Sam Sheepdog. Schaust du den Salat an? Hm? Ja. Oh, geil. Wir können das nochmal machen. Toll. Aber ich schneide nichts raus. Nein, nein. Ihr sollt alles miterleben und mit mir leiden. Obwohl. Ja, wenn ihr das anschaut, da spiele ich ja nicht. Aber. Wohin? Egal, egal. Ihr leidet mit mir. Punkt. So, verstecken wir uns. Und jetzt. Jetzt machen wir keinen dummen Fehler. Nein, nein, das machen wir nicht. Wir haben ihn fast gemacht. Mal schauen, in welche Richtung schaust du länger. Jetzt. Jetzt schaust du definitiv in die andere Richtung. Und, komm, komm, komm. Komm. Gut. Und komm, schau in die andere Richtung. Komm. Aber Schäferhund. Das machen wir einfach nur vor der Schiss. Weil wir es können. Oh. Schaf! Gott sei Dank, das Schaf ist noch da. Komm her, Schaf. Puh, Gott sei Dank. Puh, da, ich dachte schon. Ich wollte schon sagen, du. Was soll ich denn jetzt machen? Los, spring drauf. Schaf, aktiviere den Schalter. Danke, oh, das ist halt so cool. Das Schaf hat meinen Befehl gehört. Ralf, der Schafbändiger. Hier, Ralf, wenn du einen Zirkus mit diesen Schafen aufmachst, kriegst du mehr Geld, da kannst du mehr Sachen kaufen. So wird natürlich. Wollen wir nicht die Bombe nehmen, wir wollen das Schaf nicht in die Luft sprengen, das ist nämlich kontraproduktiv. So. Mit dem Gummi und diesen Baum kannst du das. Schaf, ich war gerade am Vorlesen, Mann. Kannst du das Gitter öffnen und vergiss nicht, dass du Gegenstände benutzen kannst, wenn du am Gummi festgemacht bist. Ja, und wie bin ich bis hierher gekommen? Mann, mein Gott. Du musst herausfinden, wie du den Steinhaufen zum Explodieren bringen kannst. Wie schnell geht das hoch? Gut, ja. Was glaubt ihr, müssen wir machen? Wir machen uns fest. So, und schnell, Wolf, schnell, schnell. Und BAMS! So, wir haben das Gitter aufgemacht. Yeah, siehst du, Schild? Ich kann es schaffen. Ich habe es geschafft. Komm her, Schaf. So, und wie bekommen wir das Schaf über den Abgrund? Na, wie wohl? Wir machen eine riesige Schleuder. Das machen und... Festmachen, gut. So. Kann ich dich so hinstellen? So, ich hoffe, ja, ich hoffe, dass du... Flieg rüber, Gott sei Dank. Phew. Denn manchmal hat man Glück und... Ja, man schießt das Schaf. Spring, Ralf, in die Wand rein. So, bevor wir das hier beenden, nehmen wir auch. Ich krieg neues Dynamit. Cool. Fliegen wir noch zum Stechuhrpunkt. Vorbei an dem höhnischen Schild. Hallo Sam, ich habe ein Schaf gestohlen. Und das sind weitere Gitter. Wieso
habe ich wieder den Fall. Oh Gott, das ist doch schon in Episode 1 passiert. Mein Gott. Ich wollte eigentlich das da drücken. Oh Gott. X deaktivieren. Oh, ich deaktiviere mal die Rakete. Bams. Und da unten ist nicht mal ein Fluss, Ralf. Ralf, das ist keine Wow. Sehr weiche Landung. Oh Gott, die Stechuhr. Wegen dir bin ich schon zweimal... Ja, wegen dir habe ich schon zweimal auf die Fresse bekommen. Und wie kommen wir hier raus? So. Das sieht aus wie ein Sarg. Also die Form hier. Aber egal. Hey. So, hat das Sinn gemacht? Ich weiß es nicht. Und hüpfen wir. Wow. So, noch das Schaf nehmen und ins Ziel gehen. Schafe, bist du da, bist du ja. Mann, zucke doch nicht mit den Schultern. Du musst das Schaf einfach in den Zielkreis bringen. Ja, das ist noch eine der einfacheren Missionen. Und Level beendet. Wow. Yeah. So, mache ich doch das nächste Level. Was ist das? Oh, das ist das schlimme Level. Nee. Wohl, ach doch, ich nehme noch eine Folge auf. Ich habe den ganzen Nachmittag frei. Gut, hören wir noch ein Schlusswort von Daffy Duck. Ich liebe die Musik. Die Musik in diesem Spiel ist einfach nur genial. Ist fast so kultig wie Spyro-Musik. 13 Schafe. Oh ja, ich liebe dieses Level nicht wirklich. Ich mag das Level nicht so sehr. Wieso nicht? Ihr werdet sehen. Oh Gott. Und Duffy. Fantastisch! Unser Kandidat braucht Ruhe! Ruhe! Ja, schrei nicht so rum. Also, wir sehen uns in der nächsten Episode von Sheepdog Wolf. Warte, ciao.